Ja, ein herzliches Willkommen. Einfach mich zu finden, der Buddha über ich und nicht ich. Das Thema wird uns heute Vormittag beschäftigen. Ich werde versuchen, ja, dann einführenden Überblick zu geben und ein bisschen den Tag vorzubereiten. Ich denke, es gibt kaum eine Vorstellung, eine Idee oder ein Konzept, das einerseits so zentral ist in unserem Leben, wie die Idee Ich oder Selbst oder Person und andererseits eine Idee, die so vage ist, so unbestimmbar ist, so schwierig zu fassen ist, wie genau die Idee von Ich und Selbst. Und da ist es sehr wichtig, sich das anzuschauen, was der Buddha dazu gesagt hat, denn er hat etwas entdeckt, was man sonst ja in dieser Welt nicht findet. Und hat es unter dem Stichwort Anatta gelehrt. Anatta, nicht ich, nicht selbst, spricht von der Selbstlosigkeit, von der Ichlosigkeit, von der Substanzlosigkeit aller Phänomene. Und diese Lehre ist eine Lehre, die konträr ist zu allem, was in anderen Religionen und Weltanschauungen gelehrt wird. Sie geht sozusagen gegen den Strich von allem, was man kennt und weiß. Und vor allen Dingen geht sie auch gegen den Strich dessen, was unsere Alltagserfahrung suggeriert. In die Alltagserfahrung suggeriert der dauernd nur ich. Und wenn da diese Lehre aufkommt von Anatta, von nicht ich, ist das für viele provozierend. Nicht nur intellektuell, sondern auch emotional. Man fühlt sich da durchaus in Frage gestellt. Und heute Vormittag geht es darum, mal die Bilder, die wir von Ich und Selbst haben, zu analysieren und zu gucken, inwieweit sie sich denn mit der Realität decken. Und ich nenne erstmal ein paar von diesen Vorstellungen, die wir mit Ich verbinden. Und dann im zweiten Schritt gucke ich, ja, lässt sich denn das mit dem, was Realität ist, in irgendeiner Weise in Deckung bringen. Wir haben einmal den Eindruck, dass das, was wir Ich nennen, etwas klar Umrissenes ist, etwas deutlich Abgrenzbares und Definierbares. Der zweite Eindruck, wir meinen, Ich sei etwas Einheitliches, was Ganzes, was Unteilbares. Dann haben wir den Eindruck, das sei etwas Autonomes. Wir sind doch frei, wir können doch tun und lassen, was wir wollen, wir sind autark. Die vierte Idee ist, und zumindest die Hoffnung, dass das stimmt, da muss doch irgendetwas sein, was unvergänglich ist, was dauerhaft ist, was also immer mit sich selbst identisch bleibt. Eine weitere Idee, tja, das Ich oder mein Ich ist doch bestimmt etwas Besonderes, etwas Einmaliges, etwas Nie-Dagewesenes, ja, also etwas ganz Spezielles, was mich unterscheidet von allen anderen. Und last not least, es hängt ganz eng damit zusammen, das Ich scheint uns etwas doch sehr Wertvolles, Kostbares, Schützenswertes zu sein. Und jeder von uns hat irgendwie da von diesen Elementen etwas in sich, mal mehr oder weniger, mal bewusst oder unbewusst, aber von diesen Leitlinien lassen wir uns in unserem Leben ja, bestimmen. Und da kommt der Buddha und sagt, jetzt mal Vorsicht, lass uns doch mal anschauen, wie das tatsächlich aussieht. Ob diese Bilder von Ich, ob die stimmen. Und die buddhistische Lehre kann man auch so definieren als eine Lehre, die diese Ich-Illusionen, diese Vorstellungen von Ego, von Selbst aufbricht. Das will ich in dieser Reihenfolge versuchen. Mein erster Aspekt heißt fließende Grenzen. Denn die Schwierigkeiten fangen schon da an, wo wir versuchen, Ich zu definieren, wo wir es einzugrenzen versuchen, wo wir das abzugrenzen versuchen. Und wir stellen sehr schnell fest, dass es so eine Vermengung und eine Überschneidung gibt von Ich und Mein. Was heißt das konkret? Also stellen wir uns vor, wir sind eingeladen zu einem Theaterbesuch oder irgendeine schöne Feierlichkeit. Und das Erste, was man macht, bevor man, oder das Letzte, was man macht, bevor man das Haus verlässt, man guckt sich im Spiegel an. Ja? Wie sehe ich denn aus?
Da kommt man zu irgendeinem Ergebnis. Ich sehe gut aus, ich sehe weniger gut aus und, und. Das ist ein Eindruck von Ich. Aber was ist denn da das Ich? Gehört da der Pullover dazu, das Jackett, die Hose, die Brille? Wenn man das Augenmerk drauflegt, sagt man sofort, nein, nein, das bin nicht ich, das ist mein. Ja? Und an diesem kleinen Beispiel sehen wir schon, wie schnell sich Dinge verändern. Eben sah ich noch ich, eine kleine Perspektivveränderung sagt dann ich und mein. Das ist gar nicht so leicht einzugrenzen. Zweiter Punkt, die fließenden Grenzen, was ich und nicht ich angeht. Mein Paradebeispiel ist immer, ich wiege 70 Kilogramm. 68, um genau zu sagen. Aber was wiegt denn da 68 Kilo? Gehört das Frühstück damit dazu oder muss ich das abrechnen? Ja? Spontan gehört es dazu. Aber wenn der Geist drauf guckt, dann ist ja mein Frühstück. Das ist jetzt in mir, aber eigentlich ist es ja nicht ich. Zumindest noch nicht. Ja? Und wenn man da mal nachfragt, was Mediziner sagen, was sich in uns, in unserem Körper alles so tummelt, dann sagen die so ungefähr 1 Kilo bis 1,5 Kilo bei einem gesunden Menschen besteht aus Bakterien. Ich sage jetzt mal, Tausende von Nicht-Ichs, die in uns sind, die wir sozusagen mitwiegen, wenn wir auf die Waage uns stellen. Aber wenn der Geist hinguckt, sagen wir sofort, nee, 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 sind allenfalls Gäste, erwünschte Gäste, ja, aber das bin doch nicht ich. Wir sehen an dem Beispiel, dass der Eindruck Ich sich sofort auflöst, wenn man hinguckt. In dem Fall auflöst in so zwei Abteilungen, Ich und nicht ich. Drittes Beispiel, was fließende Grenzen angeht, habe ich für mich genannt Ich und nicht mehr Ich. Ja? Banale Alltagsbeispiele. Wir lassen uns die Haare schneiden oder schneiden die Fingernägel oder Bart. Ja? Was eben noch ich war, liegt jetzt auf dem Boden, das einmal, ja? Wird weggekehrt und kommt in den Müll. Was ist denn da passiert? Jetzt lege ich im Müll oder was? Ja? Eben war es noch ich, jetzt ist es nicht mehr ich. Man macht es noch gravierender sein, wenn wir beispielsweise eine Operation haben, also seit 40 Jahren oder 50 Jahren liegt mein Blinddarm irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo. Ja? Ein Teil von Ich jetzt weg, was ist denn da aus diesem Ich geworden? Bin ich jetzt weniger als vorher? Ja? Und ab wann? Ja, ab wann ist mir denn kein Ich mehr? Wie viel kann man denn sozusagen absäbeln und wegtun, bis das Ich irgendwo aufhört zu existieren. Also das ist eine ganze Grauzone von Ich, noch Ich oder nicht mehr Ich. Alles in allem Zwischenergebnis mal vielleicht hier, dass das, was man zunächst vom spontanen Eindruck her für definierbar hält, nämlich Ich, ist bei näherem Hinschauen überhaupt nicht mehr zu finden. Die Grenzen sind fließend und je nachdem, welche Perspektive ich einnehme, welchen Blick ich auf die Sache einnehme, ist das eine Ich und das andere nicht mehr Ich. Jetzt könnte jemand sagen, du hast ja nur von körperlichen Aspekten gesprochen, ja, wir sind doch Menschen, wir sind doch geistige Wesen, lass das mal beiseite. Bestimmt ist es beim Geist anders als beim Körper, wo wir das eher sehen. Ich habe den materiellen, den physischen Aspekt hervorgehoben, weil man es da am leichtesten sieht. Aber im Geistigen und Psychischen ist es genauso. Ja? Nur ein Beispiel. Ich bin zornig. Das ist ein Punkt, man identifiziert sich mit seinem Zorn, mit seiner Emotion. 5 Minuten später sagt man, mein Zorn hat ein bisschen nachgelassen. Dann bin ich das gar nicht mehr, sondern ist das mein Zorn. Ich habe Zorn, der jetzt sich irgendwie verändert hat. Oder ich glaube, dass die Welt rund ist oder die Erde eine Scheibe ist. Und irgendwann erfahre ich, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern rund ist. Also mein Geistesinhalt, mein Bewusstsein hat sich verändert. Was von all dem war denn jetzt ich? Ja, es ist nicht zu fassen als etwas, was sich klar abgrenzen lässt,
sondern es ist eine Definitionsfrage, wozu ich im Moment ich sage. Erste Feststellung. Zweite Feststellung in Bezug auf unser Thema, ich als Einheit, als etwas, ja, was Individuelles ist, was Unteilbares ist. Das ist ja auch ein Eindruck. Wir empfinden uns irgendwie als kompakt, als Individuum. Ja, das sagt ja das lateinische Wort nicht teilbar. Stimmt das? Auch da zeigt ein erster Blick, dass das nur ein falscher Eindruck ist. Individuum. Ich bin unteilbar. Schon unsere westliche Auffassung sagt, Mensch ist dreierlei. Körper, Seele, Geist, sagen wir. Also das, wovon ich jetzt sage, hier bin ich rund, lässt sich auf einmal sortieren in drei unterschiedliche, ganz unterschiedliche Aspekte. Körper, Seele, Geist. Buddhistisch gesprochen wird es noch näher differenziert. Ihr kennt vielleicht das, was der Buddha über die fünf Daseinsfaktoren sagt. Er sagt nämlich, das, was wir als Person begreifen, ist im Kern nichts anderes als eine Komposition von fünf wiederum ganz unterschiedlichen einzelnen Faktoren. Welche sind das? Was am deutlichsten sichtbar ist, ist, was man Form, Materie, Körper nennt. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist das, was wir als Gefühle empfinden. Angenehm, unangenehm, neutral. Die dritte Komponente von Person ist das, was wir Wahrnehmung nennen. Also das Erleben, die Situation, das, was jetzt im Moment passiert. Wir erleben eine Situation. Bewusstheit, kann man auch sagen. Und als Bewusstheit folgt etwas anderes. Wir denken über das Wahrgenommene nach. Wir machen uns Bilder, wir setzen uns auseinander. Wir wollen etwas in einer wahrgenommenen Situation. Es ist zu kalt, wir wollen, dass die Heizung angedreht wird. Es ist zu warm, wir wollen, dass die Heizung abgedreht wird. Ja? Und last not least, das fünfte, das Verborgene dabei, dass wir in einer Dynamik stecken, dass diese vier, von denen ich eben sprach, diese vier Komponenten, sich immer wieder wechselseitig erzeugen. Das ist übrigens das, was Leben genannt wird. Nichts Kompaktes, und das Leben ist genau wie ich, genau wie Person, nichts anderes als der Prozess dieser fünf Aspekte. Ich komme darauf noch zurück. Und diese fünf Aspekte, die sind entscheidend dafür, dass ein Ich-Eindruck überhaupt entsteht. Wo diese fünf nicht da sind, ist kein Ich. Wo kein Erleben ist, keine Wahrnehmung ist, kann auch gar kein Ich sein. So ein Ich ist ja immer nur ein Phänomen in der Wahrnehmung. Zwischenergebnis, auch hier, das, was wir so im ersten Anlauf empfinden als etwas Einheitliches, ist im Kern eine Komposition. Ich, Person, ist zusammengesetzt aus fünf einzelnen Faktoren, oder wenn wir die westliche Betrachtung haben wollen, aus diesen drei Elementen. Es ist ein täuschender Eindruck dieser Ganzheit, aber es ist eben nur ein Eindruck. So wie wir den Eindruck haben, da draußen fährt ein Auto. Auch das Auto ist nirgends zu finden. Das Auto ist auch immer nur etwas Zusammengesetztes, wozu wir dann sagen, Etikett drauf, Name drauf, Auto. Aber an sich ist ein Auto ebenso wenig zu finden, wie eine Person, ein Ich zu finden ist, es sei denn, wir sagen, das ist eine Bezeichnung für dieses Phänomen von fünf Einzelnen. Dummerweise kommt noch was dazu, dass diese unterschiedlichen Faktoren, von denen ich eben sprach, nicht mal in dieselbe Richtung gehen, sondern in sich sind diese fünf oft widersprüchlich. Das hat jeder gemerkt, als heute Morgen der Wecker klingelte. Ja? Der Geist sagt, um 7 Uhr ist Meditation. Das Gemüt sagt, aber im Bett ist es viel gemütlicher. Ja? Dieser Widerspruch, das sage ich dazu. Das eine will nach links, das andere nach rechts. Wir sagen, das bin ich. Aber im Grunde sind das Kräfte, die nicht mal in dieselbe Richtung wollen. Ja?
Gut, irgendwann sagt der Geist, na komm, wir stehen auf. Und das Gemüt sagt auch, wir stehen auf. Und dann meldet sich der Körper und sagt, ich kann gar nicht aufstehen. Ja? Ich bin ja gar nicht in der Lage dazu. So, wir lachen drüber, aber das ist genau Lebenserfahrung. Dass wir immer nur das Etikett rumtragen, aber wenn wir dann genauer uns das mal anschauen, merken wir, dass das eine komplexe Gemengelage ist. Eben eine Komposition von den unterschiedlichsten Einzelfällen. Vor allen Dingen wollen wir gesund sein und sind oft genug nicht gesund. Ja, der Körper macht, was er will, was seine eigenen Gesetze sagen und nicht, was unser Geist von ihm verlangt. Dritter Aspekt, ein Wort des Buddha. Alle Wesen bestehen durch Nahrung. Dahinter steht zunächst mal das Empfinden, dass wir so etwas sind wie autonome, selbstständige, unabhängige Wesen. Wir haben den Eindruck, wir bestehen durch uns selbst, aus uns selbst, für uns selbst. Anders ausgedrückt, das Selbst empfinden wir als etwas, das selbstständig ist, autonom. Aber auch hier die Belehrung, dass das eine Illusion ist. Dass das Selbst in keiner Weise selbstständig ist, sondern nur in Abhängigkeit besteht. In einem Satz könnte man sagen, das Ich besteht in Abhängigkeit von Nicht-Ich-Faktoren. Also von Dingen, die mit Ich überhaupt nichts zu tun haben. Damit wir das ein bisschen griffiger haben, dass es nicht zu abstrakt bleibt, bietet der Buddha dieses Modell an, zu verstehen, dass alle Wesen durch Nahrung existieren. Also nicht aus sich, sondern durch Ernährung. Was das Physische angeht, ist uns das sehr vertraut. Das haben wir heute Morgen schon praktiziert. Jeder weiß, dass diese physische Körper nur durch physische Nahrung überhaupt bestehen kann. Assimilation, Dissimilation sind hier die Stichworte. Aufnehmen und Abgeben von materiellen Einheiten. Und das ist ein ganz bemerkenswerter Vorgang. Aber nicht nur, dass es schmeckt, das ist auch ein bemerkenswerter Vorgang. Aber in Bezug auf unser Thema ist es ein bemerkenswerter Vorgang, weil in dem Ernährungsprozess im Grunde ganz seltsame Dinge vor sich gehen. Nämlich, das, was früher außen war, wird auf einmal innen. Was früher fremd war, wird auf einmal eigenes. Was früher nicht ich war, wird auf einmal ich. Und aus demselben wird dann später wieder Fremdes, wieder außen, wieder nicht ich. Auf Deutsch, also das Korn, das draußen wächst, die Kuh, die im Stall steht und das Wasser, das aus der Leitung kommt, es ist erst nicht ich, dann ist es ich. Und drei Tage später wollen wir nichts mehr damit zu tun haben. Das ist wieder nicht ich. Ja? Und wir haben immer das Gefühl einer Identität bei uns. Und so kann man sagen, dass der Körper, jetzt bleiben wir erst mal einen Moment bei ihm, im Grunde nichts wirklich Eigenes hat oder Eigenes ist, sondern im Kern nur etwas, was ständig ergriffen wird, ja? Und ständig wieder abgegeben wird. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, ja, auf unser Leben zurückrechnen, die letzten 30 Jahre oder so, dann können wir uns vorstellen, wie viel Tonnen, ja, an physischem Material schon durch uns durchgelaufen ist und immer haben wir gesagt, ich dazu, ja. Und wenn wir das hochrechnen für die letzten Jahre unseres Lebens, wie viel Tonnen da noch auf uns zukommen, mit denen wir erst nichts zu tun haben, dann sagen wir, das bin ich und dann irgendwann ist es wieder entschwunden. An dem Punkt ist es einleuchtend, dass körperliche Existenz ein Nahrungsprozess ist. Was nicht unmittelbar einleuchtend ist, dass der große ganze Rest genauso nur ernährungsbedingt ist. Auch das, was wir als Psyche, als Geist, als Seele oder was auch immer bezeichnen, ist auch nicht autonom existent, sondern es entsteht durch Ergreifen. Und da muss man nachfragen, was das konkret bedeutet. Bei einem Brötchen wissen wir sofort, was das bedeutet, aber nicht, was das dann psychologisch bedeutet. Und da sagt der Buddha Folgendes. Er spricht von der zweiten Nahrung, der Nahrung Sinneskontakt.
Unser ganzes Erleben, sowohl im Wachzustand als auch im Traumzustand, besteht darin, dass wir permanent Sinneseindrücke haben. Also über das Auge sichtbare Objekte, über das Ohr hörbare Objekte, über alle anderen Sinne die entsprechenden äußeren Objekte. Die nehmen wir auf. Und das ist ein Ernährungsvorgang. Ständig sammeln wir ein von der äußeren Welt über unsere Sinnesfähigkeiten und Organe. Aber was wird damit ernährt? Das machen wir uns gar nicht klar. Da werden zunächst zwei Dinge ernährt. Unsere Gefühle werden ernährt. Unsere Gefühle, die einen so zentralen Stellenwert in unserem Leben haben, sind eben einfach nicht da oder an sich alleine da, sondern sie sind nur da dann und unter der Voraussetzung, dass Sinneskontakte da sind. Da tauchen Gefühle auf. Und genauso gut, nur wo Sinneskontakte da sind, nehmen wir wahr, diese Erlebenssituation jetzt, wir sitzen in einem Raum und hören einen Vortrag, ist doch nur möglich, weil im Moment 3, 4, 5 Sinne beteiligt sind und das aufnehmen. Wir sagen groberweise und krüblicherweise dazu Ich. Aber wir sehen, wenn wir hinschauen, dass dieser Ich-Eindruck als ein Ernährungsvorgang oder im Rahmen eines Ernährungsvorgangs nur erscheint. Zusammengefasst, die Sinneskontakte, die Sinneseindrücke ernähren unsere Gefühle und ernähren immer, permanent, ohne dass wir das merken, unsere Wahrnehmung. Kommt ein drittes hinzu, weil die Sinneskontakte und die Gefühle und die Wahrnehmung nicht wieder für sich allein bestehen, sondern wir reagieren im Erleben darauf. Wenn wir etwas erleben, reagieren wir, indem wir etwas wollen oder nicht wollen. Es fängt meistens im Denken an. Wir finden was angenehm, unangenehm, wir empfinden was gut oder schlecht, und was gut ist, muss her, was schlecht ist, muss weg. Ja? Was uns angenehm ist, möchten wir, was uns unangenehm ist, möchten wir nicht. Das ist die geistige Reaktion auf sinnliche Erfahrung. Und daraus folgt, wie machen wir's? Ja, also die Heizung muss aufgedreht werden, weil es kalt ist. Es geht so und so. Ja, wir reagieren erst im Denken und dann im physischen Handeln. Was wir dabei nicht mitkriegen, ist, dass das auch ein Ernährungsvorgang ist. Wir ernähren mit unserem Handeln etwas. Und zwar erstmal unseren Geist. Wenn man Dinge oft und oft gedacht hat, das ist richtig, das ist falsch, das ist wichtig, dann hat der Geist dieses Bild davon. Und dann sagt der Geist, so ist es, obwohl er es nur sagen kann, weil er entsprechend gefüttert worden ist. Und was auch ernährt wird, sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Absichten. Ja, was wir erwarten vom Leben. Wenn wir oft und oft denken, das möchte ich, ist irgendwann der Wunsch in uns da. Und wir denken, wir sind der Wunsch. Ja, da ist er ja. Aber im Grunde ist der Wunsch, ja, unsere Intention, unsere Lebensorientierung, abhängig gewesen davon, dass wir unser Denken oft und oft in diese Richtung gelenkt haben. Das heißt, das Denken ernährt das, oder hat das ernährt, was wir jetzt wollen. Und das Verborgenste dabei, das spreche ich nur in einem Satz an, ist, dass auch dieses Denken wiederum etwas noch weiter ernährt. Diese Gewöhnung, in eine bestimmte Art und Weise zu denken und zu reden und zu handeln, diese Gewöhnung ernährt eine verborgene Dynamik. Und diese verborgene Dynamik erscheint uns als Welt und Ich. Das ist jetzt schwer zu verstehen, ich weiß. Wir können da nachher nochmal darauf eingehen. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass die Ernährung des Denkens in eine bestimmte Richtung als Ergebnis hat, was wir immer wieder als Weltwahrnehmung und als Ich-Wahrnehmung haben. Was so objektiv gegeben erscheint, da die Bäume, dort die Straße, hier das Haus und vor allen Dingen wir hier, ist im Kern das Ergebnis von früheren Denk- und Vorstellungsprozessen. Zwischenergebnis,
Da, wo wir den Eindruck haben, dass das Ich etwas Selbstständiges ist, muss im Kern immer gesagt werden, das Ich ist nicht selbstständig, sondern abhängig von Nicht-Selbst-Elementen. Nur durch Ergreifen, nur durch Herantreten an die äußeren Dinge, entsteht ihm tatsächlich das, was wir Ich nennen. Und denkt an einen Punkt noch, da wird es ganz deutlich, ich kann nur da sein, wo es etwas drumherum gibt, ja? Wo es Umwelt gibt, wo andere Wesen sind, andere Menschen sind, andere Dinge sind, wo die alle nicht sind, kann gar kein Ich existieren. Und das ist die tiefste Abhängigkeit, dass Ich-Vorstellung, Ich-Erleben nur da auftauchen kann, wo auch ein Gegenüber ist, etwas anderes ist, etwas Nicht-Ichtes. Vierter Punkt. Festhalten unmöglich, habe ich mir aufgeschrieben. Nichts ist von Dauer. Eine der Annahmen, die sich durch unser Leben zieht, ist die Annahme, dass die Dinge sind, dass wir sind, dass wir existieren. Und schon die Betrachtung des Ernährungsprozesses hat ja angedeutet, dass das eine falsche Betrachtungsweise sein muss. Wir sind. Ja? Weil bei allen Phänomenen, und ich betone ausnahmslos bei allen Phänomenen, Wandelbarkeit, Vergänglichkeit, Unbeständigkeit festzustellen ist. Das ist das, was der Buddha Anicca nennt. Es gibt keine Ausnahme. Es gilt für unsere körperliche Existenz, die vergänglich ist. Das gilt für das, was wir Geist nennen, das, was wir Seele nennen, die alle als Komponenten nicht beständig sind, die alle im Wandel sind, alle den Prozess des Entstehens und Vergehens unterlegen. Bei dem Körper ist es ganz offensichtlich, wir brauchen bloß unsere alten Bilder anzugucken, Kinderbilder oder weiß der Teufel was, da sehen wir, was Vergänglichkeit ist. Da wird dann nochmal einen Spiegel gucken zur Kontrolle. Ja. Und wir wissen auch an den kleinen oder größeren Bewegungen, die wir haben, was Vergänglichkeit bedeutet. Worüber wir früher gelacht haben, wenn es die Oma erzählt hat, Bub, du wirst da auch dich mal wundern. Da hat man immer nur gelacht, was hat denn die Oma? Ja? Aber mittlerweile hat man gelernt, sich nicht mehr zu wundern, was alles passiert. Wandelbarkeit, was den Körper angeht. Und bei dem Geist ist es genauso. Was sind denn die Bilder von Welt? Was sind die Inhalte unseres Geistes? Da haben wir heute doch ganz andere Vorstellungen als in der Jugend. Und wenn man so einen Kurs macht, hat man am Ende ein bisschen auch eine andere Vorstellung als vorher. Unsere Wahrnehmungen ändern sich permanent. Eben höre ich was, dann gucke ich raus, wie da der Vogel vorbeifliegt, dann merke ich, dass mich das Kissen drückt, dann denke ich, es ist zu warm, es ist zu kalt, dann meldet sich Hunger und dann ist es langweilig oder was auch immer. Auch da, wo Emotionen sind, wo Gefühle sind, ist nichts als Wandel. Wozu sage ich denn ich? Was ist denn jetzt das Ich, das, was ich vor 10 Jahren gedacht habe oder das, was ich heute denke? Oder übermorgen erst? Oder galten die Wahrnehmungen von gestern als Ich oder die Wahrnehmungen jetzt im Moment? Also wir sehen, dass da nirgendwo ein Kern ist, von dem man sagen kann, das bleibt. Und das Wort selbst, ja, ist ja das, was eigentlich suggeriert, die Dinge bleiben irgendwie oder ich bleibe irgendwie der oder dieselbe. Selbst ist das, was mit sich identisch bleibt. Aber wenn man einmal analysiert, wird man sehen, dass es nichts gibt bei uns, weder auf der physischen, noch auf der geistigen, noch auf der emotionalen Ebene, wo wir sagen können, das bleibt. Und das ist ein Punkt, der die buddhistische Lehre von vielen anderen unterscheidet, die immer in der Hinterhand wenigstens als Hoffnung haben, da muss doch irgendwo ganz innen drin, ganz klein, ganz verborgen, etwas sein, das sich nicht verändert. Und da sagt der Erwachte, einfach nicht zu finden. Ja? Dieses Ich, von dem ihr daran glaubt, es sei etwas, was nur dasselbe bleibt, das ist nicht zu finden. Es ist nur
Wandelbarkeit zu finden, nur Vergänglichkeit. Was vielleicht eine Zeit lang bleibt, ist der Name, das Etikett. Ja, das sehen wir an uns. Seitdem wir geboren sind, haben wir denselben Namen, zumindest denselben Vornamen. Frauen heiraten gelegentlich, da gibt es einen kleinen Wechsel. Ja, aber an sich bleibt der Name der gleiche, aber das, was hinter dem Namen steht, hat sich im Laufe der Jahrzehnte oft und oft immer gewandelt. Und das entgeht uns, weil einfach unsere Achtsamkeit nicht fein genug ist. Wir gucken zu grob auf die Dinge und haben den Eindruck, ich bin ich und bin es immer gewesen und bin es auch immer gewesen. Bleibt eine nächste Hürde zu überspringen, die der Einmaligkeit. Ja, das ist ein ganz besonderes Kapitel, weil jeder tief in sich doch glaubt, ich bin's. Ja. Alle anderen sind ja auch nett und lieb, aber ich habe doch eine ganz besondere Qualität. Ich unterscheide mich doch von allen anderen. Wenn man sich umguckt, ist es auch so. Im ersten Augenblick ist es so. Jeder sieht ein bisschen anders aus. Mach mal schnell die Kontrolle noch. Ja. Jeder sieht irgendwie anders aus. Physisch anders, anders gekleidet, Stimme anders, andere Vorstellungen, andere Ideen, andere Formen sich zu zeigen. Also, das ist doch der Beweis. Und wenn man, das ist ja mein großes Wunder, also seit 40 Jahren bestimmt bin ich fasziniert, wo immer ich hinkomme, in Städte, Versammlungen, wo auch immer, ich wundere mich immer, dass jeder anders aussieht. Das ist ein Phänomen, das mich zutiefst berührt und beeindruckt. Sie lernst wieder neue Leute kennen und wieder, und jeder sieht anders aus. Also das ist unglaublich. Aber das ist ein Stück auch Illusion. Ja, aus der Perspektive des Buddha. Der sagt nicht, dass die aktuelle Wahrnehmung, die wir haben, uns täuscht. Nee, das sagt er schon. Ja, guckt euch an, die momentane Konstellation dieser von mir vorhin genannten 5 Faktoren einer Persönlichkeit. Die momentane Mischung ist bei jedem anders. Aber eben nur die momentane Mischung. Weil das Grundprinzip, dass wir alle aus diesen 5 Phänomenen, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Denken und Dynamik des Bewusstwerdens bestehen. Das ist bei allen gleich. Also da sind wir essentiell vom Wesen her, vom Wesensgehalt, alle gleich. Gar kein Unterschied. Weil wir alle diese 5 Faktoren in uns vereinen. Aber es kommt noch etwas dazu, was schwieriger zu verstehen ist. Wir Westler sind ja geneigt zu glauben, dass wir unsere Existenz mit der Geburt begonnen haben, beziehungsweise mit der sogenannten Zeugung begonnen haben. Weiter reicht unser Blick normalerweise nicht. Der Erwachte sagt, dass das große Unwissenheit. Dass das Nichtwissen bedeutet, in Bezug auf uns selbst, das heißt in Bezug auf unsere Vorexistenz. Und das ist das Stichwort. Vorexistenz bedeutet, dass unser Leben nicht begonnen hat vor 30, 40, 50, 60 Jahren, sondern anfanglos zurückverfolgt werden könnte, wenn man es könnte, wenn wir es könnten. Und in dieser anfanglosen Zeit unserer individuellen Vorexistenz haben wir alles schon erlebt, was erlebbar ist. Das müssen wir uns klar machen. Zumindest als Hypothese, gedanklich klar machen. Wenn auch nicht einsehen. Wir haben alles an Glück und Leid schon erfahren. Wir haben alle Varianten von körperlicher Existenz schon erlebt. Alle Varianten von Versuchen, mit dem Leben zurechtzukommen, ausprobiert, ja, alle sozialen Rollen schon gespielt, alle, ja, Möglichkeiten der Erfahrung schon gehabt. Das muss man in der Konsequenz jetzt analysieren. Wenn wir unser Leben so in einer langen Perlenkette uns aufgereiht denken, und diese Perlenkette hat alle denkbaren Formen von Einzelperlen, dann merken wir doch, dass unser Leben tatsächlich auch identisch ist. Wenn jeder schon alles erlebt und erfahren hat, ist doch nur die momentane Situation anders. Aber was ich jetzt erlebe, das habt ihr früher irgendwann einmal erlebt und all das, was ihr jetzt
repräsentiert, physisch und geistig, habe ich in meinen früheren Existenzen irgendwann einmal erlebt. Die Schwierigkeit dabei ist einfach zu begreifen, welche Dimension Existenz hat. Wir denken wirklich sehr nussschalenmäßig. Wir sehen nur winzige Ausschnitte von Existenz, von unserer eigenen Existenz und meinen, das ist es. Und schließen deshalb daraus, dass wir uns voneinander unterscheiden. Wenn wir unseren Blick sozusagen erweitern, unsere Gesamtexistenz vor Augen haben, nach rückwärts jetzt gedacht, werden wir sehen, dass diese Unterschiedlichkeit nur eine eingebildete Unterschiedlichkeit ist, rein Anführungsstriche zufällig, wie wir uns momentan präsentieren, aber gemessen an der langen Reihe von früheren Existenzformen, kann man von einer Identität der Erfahrung sprechen, unterschiedlich. Der letzte Punkt, was meine Einführung angeht heute, da geht es darum, dass wir jetzt mal die Qualität von Ich, sozusagen die existenzielle Bedeutung von Ich anschauen. Ich habe vorhin davon gesprochen, einleitend, dass wir mit der Vorstellung Ich und Person die Vorstellung von kostbar, von wertvoll verbinden. Die Idee, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich können wir das konservieren. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, mal zu analysieren, zu gucken, was hat's denn mit dem Wert Ich überhaupt auf sich? Dass wir uns nicht missverstehen, das Erleben von Ich, die Erfahrung von Ich, wird von dem Buddha nicht bestritten. Das ist ja etwas, was uns diese Situation ja auch im Moment sozusagen beweist und nahelegt. Die Erfahrung Ich ist da. Und die kriegen wir auch so schnell nicht weg, auch wenn sie zu transzendieren ist, aber sie wird uns eine ganze Weile noch begleiten. Was aber falsch ist, sind die Ideen und die Vorstellungen und die Bilder, die wir mit diesem Ich verbinden. Und da habe ich ja ein paar Beispiele genannt, wo Realität und Vorstellung einfach völlig auseinandergehen. Ich ist eine bestimmte Art von Erleben und eine bestimmte Bedeutung, die wir diesem Erleben zumessen. Das Einmalige und das Besondere der buddhistischen Lehre ist eben die Anatta-Lehre, die sagt, dass dieses Ich-Phänomen kein Phänomen ist, das letztendlich eine Substanz hat, ein Eigensein hat, ja, etwas, was aus sich heraus und für sich besteht. Die buddhistischen Lehren haben im Grunde nur einen Ansatz, und das ist ganz wichtig, einen Ansatz zu erklären, was ist. Ja, sie wollen Wirklichkeit erklären, keine Dogmen irgendwie verbreiten, sondern erklären, wie unsere Lebenssituation aussieht. Und da habe ich, glaube ich, bisher zwei Dinge herausgearbeitet. Das eine war das Daseinsmerkmal Anatta, die Substanzlosigkeit, ja, die Selbstlosigkeit, die Ich, die Nicht-Ich-Losigkeit aller Phänomene. Und das zweite Daseinsmerkmal ist die die universelle Wandelbarkeit aller Phänomene. Nichts bleibt. Und nun gibt es ein drittes Daseinsmerkmal, das eigentlich das Entscheidende für uns ist, nämlich die Daseinsmerkmale von Dukkha, von Unzufriedenheit, von Leiden, von Nicht-Erfülltsein, von in einer Situation sein, die nicht wirklich befriedigend ist. Und wenn wir da jetzt nochmal versuchen, die Situation Ich oder das Phänomen Ich zu untersuchen, dann werden wir feststellen, dass wo Ich auftaucht, wo die Ich-Idee auftaucht, wo Ich ja geklammert wird, ergriffen wird, wo das ein Leitbild ist im Leben, immer auch die Probleme auftauchen. Wo Ich da ist, sind Probleme da. Wo Ich dick und groß ist, sind auch die Probleme dick und groß. Wo Ich immer mehr genährt wird, vergrößert wird, aufgeblasen wird, werden auch die existenziellen Probleme immer größer. An zwei, drei Punkten kann man es sozusagen in unserem Alltag sehen. Ja? Kann man im sozialen Umfeld sehen.
wo ich groß ist, egozentriert gehandelt wird, entstehen soziale Konflikte. Ja, wenn ich wichtiger bin als du, gibt's Ärger. Am Buffet gibt's schon Ärger. Wenn ich immer wichtiger bin als alle anderen, gibt's Stress. Und das gesellschaftlich bezogen heißt das, wo nur Egos zusammenleben, gibt's immer nur Auseinandersetzung, gibt Streit, gibt Ärger, weil jedes Ego sich gegen das andere Ego behaupten will, übertrumpfen will, ja. Das führt von sozialer Kälte bis zu Mord und Totschlag und Krieg. Das ist eine soziale Erfahrung, die wir machen und nichts Besonderes. Ja. Aber auch auf der psychologischen Ebene fangen da die Probleme an, wo die Idee Ich auftaucht. Warum? Wo ich denke Ich, ist sofort Ich gefährdet. Wo Ich ist, ist Angst um dieses Ich. Hoffentlich werde ich gesund bleiben. Hoffentlich reicht die Rente. Ja. Hoffentlich gibt es keinen Krieg. Hoffentlich stecke ich mich in dem Kurs nicht an und komme mit der Schweinepest nach Hause. Hoffentlich ist kein Stau, wenn ich zurückfahre. Hoffentlich ist diese Stunde bald zu Ende, weil ich nicht mehr sitzen kann. Ja, all diese Dinge, wo ich eine Rolle spielt, ist ich gefährdet da. Und Sorge um dieses Ich. Und wo ich auftaucht, ist auch konkrete Beeinträchtigung von Ich da. Ja. Nehmen wir unseren Körper, wenn wir uns damit identifizieren, habe ich Schmerzen, wenn ich eine halbe Stunde sitze oder eine Stunde. Ja? Oder ich kann nicht mehr zuhören, weil ich es nicht gewohnt bin, oder so langweilig ist, oder wie auch immer. Wo ich ist, sind Anliegen, und wo Anliegen sind, kommt es immer anders, als die Anliegen sind, und schon tut es irgendwo weh. Körperlich betrachtet, Alter, Krankheit, Tod. Das sind die Prototypen, die uns zeigen, wo Ich-Identifikation mit dem Körper ist, entstehen notwendigerweise diese Probleme. Weil ich garantiert alt werde, garantiert sterbe und vermutlich auch immer mal wieder krank bin. Das ist in der Natur der Sache selbst. Wenn ich mich mit meinen Gefühlen identifiziere, kriege ich Stress, weil garantiert in meinem Leben Gefühle auftauchen, die unangenehm sind. Wenn ich mir auf Wahrnehmung orientiert bin, da sage, das bin ich, was ich denke, was ich sehe, was ich wahrnehme, gibt es Unzufriedenheit und Leiden, weil immer in unserem Leben Dinge auftauchen, die wir nicht gerne erleben wollen und trotzdem da sind. Alles nicht überraschend. Das ist einfach verbunden mit dem Klammern an diesem Phänomen Ich-Ego-Person. Das wäre ja alles nicht schlimm, ja, wenn sich das nur beziehen würde auf eine bestimmte Lebensspanne. Wenn wir sagen, okay, wir werden 80, wir werden 90 Jahre alt und dann ist es rum, dann haben wir es irgendwo geschafft. Ja. Dann wäre das ja alles nicht schlimm oder wäre erträglich. Und die Aussicht ist, irgendwann habe ich das abgehakt. Nur die Dimension, die der Erwachte in Bezug auf Leben und Erleben uns gibt, ist eine andere. Deutete das vorhin schon an, indem ich sagte, wir haben eine anfanglose Vorgeschichte. Immer wieder. Diese Komposition von den 5 Daseinsfaktoren, die sich wandeln und immer nur neue Lebenssituationen hervorrufen. Und wenn es uns nicht gelingt, irgendwie aus diesem Kreislauf auszusteigen, wie auch immer, dann bedeutet das, dass das auch eine endlose Geschichte in die Zukunft wird. Und da wird es erst dramatisch, ja? Dass immer wieder der Ich-Gedanke auftaucht und immer wieder mit dem Ich-Gedanken die Probleme auftauchen. Und das ist anfanglos und endlos. So, da muss man erstmal durchatmen, weil da offensichtlich etwas jetzt nagt, zumindest von der Idee nagt, an dem, was wir bisher als das Wichtigste geglaubt haben. Das Wichtigste war bisher in unserem Leben und wird es auch noch lange sein, dass dieses Ich ja, bleibt, dass es diesem Ich gut geht und noch besser geht in Zukunft. Und hier sagt der Buddha zumindest mal langsam Vorsicht. Ich sage wenigstens als Information, solange ihr an dem Ich haftet, wird es kein glückliches Ende unterm Strich geben. Es wird immer mal Wandlungen zum Besseren und zum Schlechteren geben, aber es wird kein Ende geben, kein befriedigendes Ende. Weil dieser Prozess, von dem ich sprach, einer ist, der nicht in sich irgendwann mal zu Ende kommt und man sagen kann, das ist es, das war's, Haken dran, alles bestens.
Und der Ausweg daran oder der Ausweg dabei ist, zu festzustellen, erstmal nur intellektuell auf der Ebene, es könnte eine Möglichkeit geben, mit den existenziellen Problemen zurechtzukommen, sie zu lösen, aber unter der Voraussetzung, dass man mit dem Phänomen Ich und Person und Selbst anders umgeht in Zukunft, als wir das die ganze Zeit gemacht haben. Und im Kern ist die buddhistische Lehre nichts anderes, doch im Kern ist sie nichts anderes, als Ich-Illusion aufzubrechen, Ich-Illusion zu überwinden, aber nicht in einem Seminar und nicht in einem Vortrag, sondern in einem längeren Prozess, in einem langen Prozess, wenn man sich denn auf diesen Prozess einlassen will. Und ich will abschließen mit einem Zitat, in dem der Buddha sozusagen zusammenfasst, was Glück in unserer Existenz bedeuten kann. Er sagt, Abgeschiedenheit ist Glück für den Zufriedenen, für den, der die gehörte Wahrheit erfährt. Wohlwollen ist in der Welt Glück, Selbstbeherrschung gegenüber den Wesen. Glück ist Leidenschaftslosigkeit in der Welt, das Hinauswachsen über die Sinnenlänge. Doch die Beendigung der Ich-Illusion, das ist wahrhaftig das höchste Glück. Ich sage das nochmal, weil das der Kernsatz ist. Die Überwindung, die Beendigung der Ich-Illusion, das ist wahrhaftig das höchste Glück. Und das meint, wenn der Buddha von Anatta spricht, dass er uns nichts nehmen will, ja, sondern uns etwas geben will. Die Anatta-Lehre ist keine, die unser Leben noch schwieriger macht, sondern eine, die den Schlüssel zu unserer Befreiung beinhaltet. Und diesen Schlüssel müssen wir in seinem Wert erkennen, das ist der erste Punkt. Und den Schlüssel müssen wir irgendwann ins Schloss stecken und umdrehen. Und das ist der schwierigste Punkt dabei. Ich mache zu Ende, Punkt, erstmal an dieser Stelle. Das war so im Schnelldurchgang, im Telegram-Stil. Ein paar Bemerkungen zu unserem Thema. Und darum geht es eigentlich an diesem Wochenende. Das eine oder andere nochmal rauszugreifen und dann näher hinzugucken und auch miteinander auszutauschen, was wir davon halten und was wir an Erfahrung damit einbringen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt könnt ihr erstmal Luft holen oder rausstürmen oder einfach Fragen stellen oder eure Erfahrung einbringen, damit wir das noch ein bisschen vertiefen in einer ersten Runde. Ihr habt das Wort. Ich sehe, es ist alles klar. Dann wünsche ich einen guten Nachhauseweg. Ne? Ich habe vor kurzem hier mal die Zuflucht genommen. Wenn du sagst jetzt irgendwie, das Ich ist nichts irgendwie, wo geht die Zuflucht dann hin? Wenn ich auch ein Ich habe und ich gestehe dann dem Zuflucht zu den fünf Silas, was mache ich dann dementsprechend? Wenn das Ich weg ist, dann gehe ich ja auch nicht zu den Silas hin. Du warst ja am Mittwoch da in Frankfurt bei einem Vortrag. Da habe ich einen Satz zitiert, den will ich hier auch nochmal zitieren. Ich war mal bei einer Podiumsveranstaltung eingeladen und der, sagt ein Moderator, hat so eine ähnliche Frage gestellt. Er sagte, ja, wenn wir doch alle nicht sind, was wollen wir denn da überhaupt? Ja, was machen wir denn? Warum hocken wir denn da rum, wenn wir so und so nicht sind? Und da merken wir den Unterschied. Ja? Selbst nach diesem Vortrag sind, in Anführungsstrichen, wir fast unverändert. Warum? Weil der Eindruck, den wir haben, der permanente Eindruck, ist ja nach wie vor, ich sitze hier, ihr sitzt dort und da draußen ist die Welt. Der Eindruck hat sich ja überhaupt noch nicht verändert. Zumindest nicht so, dass man es merkt. Sondern die Erlebenssituation ist die gleiche. Es ist eine andere Information in unserem Kopf vielleicht, aber das Erleben funktioniert wie eh und je. Warum? Das ist übrigens einer dieser fünf Daseinsfaktoren, von denen ich sprach. Das ist die Gewohnheit, die Dinge in einer bestimmten Art und Weise zu sehen. Und diese Gewohnheit, die Dinge zu sehen, sich selbst zu erleben, die Welt zu erleben, wie wir es tun, diese Gewohnheit kriegt man nicht durch einen Vortrag weg. Die kriegt man auch nicht, wenn man einmal ein Buch liest. Ah, ich weiß jetzt, was Anatta ist, also habe ich das Thema erledigt. Nichts davon. So.
Und darauf zielt die Zuflucht. Die zielt darauf, dass unsere Erfahrung, unsere Alltagserfahrung fast identisch ist mit dem, was wir in den letzten 30, 40 Jahren gemacht haben. Zuflucht heißt nicht, dass ich jetzt in den Papierkorb zu tun, sondern einen Entwicklungsprozess einzuschlagen, einen spirituellen Übungsprozess einzuschlagen, der dieses Ego nach und nach sozusagen abschichtet. Erstmal vom Thron nimmt, so ein bisschen auf den normalen Stuhl setzt, ja, vom normalen Stuhl auf den Kissen setzt, das Ego immer weniger füttert, um am Ende ja, uns in die Lage zu versetzen, zu sehen, dass ich eine Illusion bin. So, was du jetzt gemacht hast, du hast Erlebenssituation und Zukunftsperspektive so eng zueinander gerückt, wie sie im Leben gar nicht zusammengehören, die beiden Dinge. Ja. Mhm. Zuflucht ist für den Jürgen jetzt und hier. Und wenn der Jürgen Zuflucht nimmt, heißt es, ich versuche, mit den Dingen anders umzugehen als früher. Und dann beginnt ja erst das gesamte Trainingsprogramm, das der Buddha liefert. Das gesamte Trainingsprogramm besteht ja aus dem achtfachen Weg. Das sind acht Übungsfelder, von denen wir heute einen begonnen haben, nicht? Die intellektuelle Auseinandersetzung. Und die anderen sieben gehören noch dazu. Wenn das nicht eine leere Formel war, die Zuflucht, sondern wenn das ja aus einer guten, ernsten inneren Motivation heraus entstanden ist, ja. Aber das werden wir ja sehen, ob dein Ego zunimmt oder ob dein Ego abnimmt im Laufe der nächsten Jahre. Ich habe Zuflucht genommen. Ja. Und ihr? Wie sieht es aus? Ich bin jetzt ein guter Buddhist. Ja? Und was ist mit euch? Also man kann auch mit buddhistischen Themen sich aufblähen. Ja? Ich gehöre zu den Intelligenten. Wie schön. Wer noch? Was ich nicht so ganz verstehe, also diese fünf Daseinsformen, ja. Ich verstehe nicht, warum das ich das Bestreben habe, sich selbst aufzulösen. Und, ja, also das ist mir nicht so ganz klar. Also man kann zwar sagen, okay, ich leide, ja, dieser Dukkha-Aspekt, aber was bewegt dann die Beschäftigung mit der Lehre des Buddha? Oder, ja, das habe ich noch nicht so ganz erfasst. Ist das womöglicherweise auch wieder ein Ich-Aspekt? Mhm. Ja? Also zwei Antworten dazu. Eine ganz kurze. Mit den fünf Daseinsaspekten werden wir uns morgen noch mal intensiv besprechen und auseinandersetzen. Mein Vortrag morgen wird sich darauf beziehen. Ja? Damit das, was sehr substanziell ist, an buddhistischer Weltanschauung, da nochmal klarer wird. Das wird ein spezielles Thema dann noch sein. Ja? Aber natürlich, was ist die Frage oder was ist jetzt der Impuls, etwas zu tun? Ja, erstmal ein Ich will. Hintergrund ist, und das ist sozusagen ein Grundphänomen bei allen Wesen, bei allen fühlenden Wesen, sie haben die Tendenz, hin zu mehr Glück und weg zu leiden. Ja, man kann überlegen, was immer man tut, was immer man denkt, was immer man macht, basiert darauf. Es soll mir besser gehen und nicht schlechter. Ich kenne niemanden, der sagt, mir soll schlechter gehen. Kenne niemanden. Gibt niemanden. Ja? Und immer geht es in die Richtung, eine angenehmere, befriedigendere, bessere, heilere Situation zu erreichen. Wie macht man das? Wenn man das Gefühl hat, in meinem Leben ist alles in Ordnung. Es gibt ja so Sekunden vielleicht, ja, so Minütchen oder so, wo man das Gefühl hat, so könnte es doch bleiben. Und da passiert was Dummes. Es geht vorbei. Das ist ein Aspekt, den der Buddha Anicca nennt. Nichts bleibt. Ihr könnt greifen und festhalten, es rieselt euch unter den Händen weg. Aber was sich dann sofort meldet, welche Lösung gibt's? Wie kann ich es doch packen? Ja, wie schaffe ich das, aus einer unangenehmen Situation in eine heile Situation zu kommen?
Das ist auch erstmal das Ich. Und die Urantwort, die ein Ich gibt, ist, ich gucke in mich hinein und stelle 370 Wünsche in mir fest. Und wann bin ich glücklich und zufrieden? Wenn ich 370 Wünsche erfüllt habe. Dass ich sage, ich will, ich brauche, ich muss haben. Und alles, was wir an Aktivitäten sozusagen ja, in die Gänge bringen, ist nichts anderes als Wünsche zu erfüllen. Egozentrierte, ich-bezogene Wünsche zu erfüllen. Mit dem Erfolg, den wir kennen. Ja. Mal klappt's, mal klappt's nicht. Meistens klappt's nicht. Und wenn es geklappt hat, eben nur für eine bestimmte Zeit. Und da zeigt sich dieser fünfte Daseinsfaktor, das habe ich als Dynamik bezeichnet. Die Dynamik sagt nämlich immer, wo ist das Beste für mich? Wo ist das Optimum? Und findet irgendwann immer, da ist nicht das Optimum. Also weiter suchen. Das Leben ist ein Suchen. Und an dieser Stelle kommt die Lehre des Buddha ins Gespräch. Die sagt nämlich, du suchst schon immer an der falschen Stelle. Weil du immer suchst im Rahmen dieser fünf Komponenten, die sich zu Ich formieren, da suchst du die Lösung. Aber du suchst die Lösung da, wo gerade das Problem ist. Weil diese fünf Komponenten des Daseins, Schrägstrich Ich, Schrägstrich Welt, nicht die Lösung sind, sondern das Problem. So, und wenn das der Geist irgendwann mal schnallt, dann sagt der Geist, ja Moment, dann ist doch deine Strategie, die du bisher gefahren hast, die Wünsche des Ego zu erfüllen, falsch. So eine Strategie ist richtig, von den Wünschen des Ego frei zu werden. Das nennen wir wunschlos glücklich. Den Spruch kennen wir alle. Ja? Nur der ist für uns Schall und Rauch. Weil wir wollen Wünsche erfüllt haben, nicht wunschfrei sein. Und das ist der Veränderungsprozess, den die Lehre des Buddha in Gang setzen kann. Uns aufmerksam zu machen, wo diese fünf sind, beziehungsweise wo das Ich ist, ist keine Lösung zu finden. Dann sagen wir, das hört sich doch logisch an. Das ist doch richtig. Das mache ich. Und 10 Sekunden später ist es wieder vergessen. Und dann meldet sich wieder dieser Wunsch und jener Gedanke und das Gefühl. Und sofort sind wir wieder damit identifiziert. Ja, und die ganze Soße wird weiter umgerührt. Und das ist die spirituelle Praxis, sich an diese Dinge öfter zu erinnern, nach dem Motto, du weißt doch, eigentlich weißt du es besser, also nicht blind in die Situation, sondern wenigstens ein bisschen gebremst. Ein Beispiel war das Zufluchtnahme, was du gesagt hast. Ja. Das ist eine Konsequenz, zu sagen, okay, ich habe einmal tief eingesehen, die Lösung liegt woanders, also gehe ich in die Richtung. Weil es in die Richtung deiner Erfahrung. Wenn es nicht ausreicht, musst du es sagen. Ich weiß nicht, ob das dich befriedigt hat. Ja, das Ich habe ich bisher eigentlich immer anders definiert. Ich hatte also eine lange autoritäre Erziehung und habe daraufhin versucht, Selbstbewusstsein zu entwickeln und Selbstwertgefühl. Und das war für mich der Aufbau meines Ichs. Und jetzt kommen die Buddhisten und sagen, das muss aufgelöst werden. Ist das jetzt, also ich sehe das als eine ganz andere Definition von Ich, wie die Buddhisten das rüberbringen, als wie es die Psychologie macht. Stimmt jetzt die These, dass ich ein Ich erst aufgeben kann, wenn ich es aufgebaut habe, oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Also das hört man ja oft, dass man sagt, man muss doch erst ein starkes Ich haben, ja, um das dann aufzugeben, abzubauen. Und ich glaube, darum geht's gar nicht. Ja, das ist ungefähr so wie bei der Rüstungsdebatte, die wir vor etlichen Jahren hatten. Da haben alle gesagt, erst müssen wir doch aufrüsten, damit wir dann abrüsten können. Also das ist schon ein innerer Widerspruch irgendwo. Aber hier geht's ja um eine andere Sache. Hier geht's ja nicht darum, dass die Anatta-Lehre uns etwas nimmt. Sondern es geht darum, dass die Anatta-Lehre uns zeigt, was jetzt schon ist. Wir brauchen kein Ich aufzugeben. Wir brauchen keins aufzugeben, was gar nicht existiert. Ja? Was wir aufgeben sollten, in Anführungsstrichen sollten,
sind zunächst mal die falschen Vorstellungen von Ich. Die Vorstellung, da ist etwas, was immer bleibt. Diese Vorstellung sollen wir aufgeben, weil hier nichts ist, was immer bleibt. Ja? Wir sollen die Vorstellung aufgeben. Wenn ich sage sollen, ist das keine Aufforderung, ihr müsst oder so. Ja, sondern die Empfehlung ist zu tun, weil das Ergebnis ein besseres ist. Aufzugeben, was die, sagen wir mal, stärksten egoistischen Wünsche sind. Weil das Leben leichter macht. Und da reden Psychologie und die buddhistische Lehre einfach aneinander vorbei, weil sie dasselbe Wort verwenden, aber ganz andere Dinge. Ja? Das heißt doch nicht, ich gebe mein Ich auf und im Alltag verschwinde ich sozusagen. Ja? Also ich lasse mich vom Auto überfahren, weil ja, mein Ich ist ja so und so nicht da. Das wäre doch Quatsch, ja? Weil sich damit ja nichts ändert. Was aufgegeben werden kann und soll, sind zunächst mal die falschen Bilder über Ich, weil die falschen Bilder uns animieren, falsch zu handeln. Und das fängt, das werden wir sehen, wenn wir sind ja noch eine Weile zusammen, wir können das ja alles und werden das alles noch konkretisieren. Das fängt ja nicht an, indem wir dann egolos durch die Gegend marschieren ab morgen, ja. Sondern das fängt ja an, auch die buddhistische Belehrung fängt ja an, erstmal die Beziehung Ich und Du zu verändern. Im sozialen Bereich, im ethischen Bereich, da fängt das Training an. Ja? Und wir denken natürlich immer gleich an das Ende. Ja, ab morgen bin ich ohne Ich. Wie wird das funktionieren? Hoffentlich geht's. Das ist ja nicht real. Ja? Was ich heute Morgen versucht habe, ist sozusagen einen Fernblick zu wagen. Ein Weitblick, wo das hingehen kann. Aber der nächste Schritt ist da draußen, wenn es dann heute Mittag Essen gibt. Ja? Wie verhalte ich mich an der Schlange? Da stellt sich erstmals wieder die Frage von Ich und Du. Ja? Und wenn man das, sagen wir, Schritt für Schritt angeht, und der Buddha lehrt das systematisch, der verlangt nicht, dass wir einen Abgrund sprengen. Der sagt, geh den nächsten Schritt. Und wenn du merkst, dass der nächste Schritt dich voranbringt, dann bist du auch bereit, noch einen weiteren Schritt zu gehen. Und irgendwann ist Ich-Illusion aufgelöst. Aber irgendwann. Aber anstehen für uns tut jetzt was ganz anderes. Nämlich die Aufgabe, dieses große, mächtige, ja, verlangende, wollende Ego erstmal zu sehen, wie es agiert, wie es will, wie es sich bewegt. Und dann ihm im Leben erstmal Grenzen zu setzen. Der Rest kommt da. Also ich bin jetzt verwirrt, dass das mal jetzt die Antwort auf deine Frage, ne? Wie heißt du nochmal? Jutta. Die Jutta. Die Jutta hat gesagt, ich habe darunter gelitten, dass ich autoritär erzogen worden bin und habe daraufhin mich entschlossen, selbstbewusst zu werden oder mir Hilfe zu holen, selbstbewusst zu werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob du darauf geantwortet hast. Ich habe erst immer... Ja? Ja. Jutta, du hast mich gerettet, danke. Also ein wichtiger Punkt war, mein zentraler Punkt war, dass die Ebenen Ich und Ich in der Psychologie und in der Lehre des Buddha anderes sind. Ja? In der Psychologie wird gesagt, behaupte dich doch mal selbst. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Ja? Erst wenn du stabil bist, dann kannst du auch wieder anfangen, dich irgendwie aufzulösen. Dafür, ja? Und ich sagte, in der buddhistischen Betrachtung geht es erstmal darum, falsche Bilder über Ego, über Ich aufzutrösten. Das ist eine andere Ebene der Betrachtung. Psychologie, Soziologie, Ethik hängt miteinander zusammen und sind unterschiedliche Perspektiven. Freut euch. Aber ich erlebe das im Grunde auch so. Ich habe ja gestern schon mal gesagt, ich habe so eine Entwicklung erlebt von Selbsthass zu Selbstliebe. Und ich habe so erlebt, dass je mehr ich in so einem Selbsthass gefangen bin, komischerweise, desto mehr halte ich an diesem Ego fest. Also desto mehr habe ich irgendwie Angst, da was zu verlieren, nicht zu kriegen oder so.
Und wenn ich eine liebevolle Haltung zu mir kriege, dann wird das freier. Und dann kann ich angstfreier von mir selber abziehen. Und dann kann ich auch in die Vorstellung gehen von dieser Verbundenheit, also von dem Verbundensein mit allem. Und dann finde ich das auch unheimlich erlösend, denn die Vorstellung, dass alles miteinander einfach funktioniert, dass alles miteinander wirkt und wirkt die ganze Zeit und dass es gar nicht daran liegt, wie ich mich verhalte, sondern mein Verhalten ist nur ein Teil dieses Gesamtgewebes. So, das finde ich da. Aber das kann ich eben wirklich erst, das kann erst wirken, wenn ich zu einer liebevollen Haltung zu mir, mit mir selbst gekommen bin. So, ich weiß nicht. Ich wollte ganz andere Sachen sagen. Also ich wollte erstmal kurz noch ergänzen, dass es auch in der Psychologie ja durchaus Theorien gibt, die das Ich nur über Funktionen definieren, so wahrnehmen. Und da, glaube ich, kommen wir uns auch näher. Also was ich irritierend finde, ist, wenn du sagst, steht ja auch so, das Ich existiert nicht. Das Ich ist nichts Festes. Dann geht mir das so, dass ja... Das habe ich doch nie gesagt. Also da wird was in mich hineingelegt, was ich gar nicht so fühle. Dass ich immer nur als eine subjektive Wahrnehmung erlebe und für mich auch immer so definiert habe. Also ich sehe mich so, du siehst mich ja völlig anders. Ne? Und also ich glaube, wenn gesagt würde, also es geht darum, um die Auflösung dieser Ich-Illusion oder um andere Wahrnehmung, das würde mir viel, viel besser gefallen. Aber dieses... Das Ich existiert nicht, das impliziert für mich sowas Absolutes oder sowas Objektives. Und ich würde da nie so rangehen. Also ich würde das immer als einen subjektiven Wahrnehmungsprozess mit vielen Illusionen und so weiter. Denn, also ich meine, ich muss ja nur in mich reingucken, dann merke ich doch, dass da nichts Konstantes ist. Also deswegen denke ich, so, also das löst bei mir jedes Mal so eine Irritation aus. Aber vielleicht ist da noch was anderes hinter. Ja, versuchen wir mal. Also ich habe ja begonnen damit, ich glaube 5 oder 6 Bilder zu schildern, die man für sich haben kann oder nicht. Ja? Also wenn man mit Christen spricht, dann gehen die davon aus, dass etwas, korrigiere mich, ja, etwas Bleibendes ist. Das ist Seele nennen. Das ist unvergänglich. Wenn du diese Vorstellung nicht hast, okay, warum soll ich sie dir nehmen, wenn du sie nicht hast? Ja? In diese Richtung wird es gesprochen, dass dann der Buddha sagt, wenn jemand glaubt, dass irgendwas, selbst wenn man es nicht definieren kann, irgendetwas bleibt, ist die buddhistische Antwort, nichts bleibt. Ja, wer diese Vorstellung nicht hat, braucht sich damit nicht zu beschäftigen. Ist völlig klar. Ja, sag das. Mein Ich existiert noch, deshalb komme ich mit einem Wunsch. Ja. Alles, was du gesagt hast, ist schwierig zu realisieren, aber einsehbar und auch in sich schlüssig. Mit einer Ausnahme, nämlich, dass wir ohne Anfang sind. Du hast gerade das ohne Ende angesprochen, aber ich komme mal auf den ohne Anfang. Das halte ich nicht für erlebbar. Alles, was du geschildert hast, das kann man erleben, könnte man erleben. Das kann ich mir vorstellen, das ist plausibel. Nur, wie erlebe ich diesen wichtigen Punkt in deinen Ausführungen, dass wir auch ohne Anfang sind. Und mein Wunsch ist der, dass du da nochmal drauf zurückkommst, irgendwann an diesem Wochenende. Wie so etwas erlebbar machbar ist, denn für mich hat es zur Zeit nur einen Behauptungscharakter. Kann man das auch durch Erleben? Ich weiß, das ist so pränatale Therapien. Ja, genau. Okay. Also die Frage ist völlig berechtigt. Ja, die Frage ist völlig berechtigt, aber denken wir mal zurück an unseren Schulunterricht, beispielsweise Geografie. Ja. Da haben die Lehrer behauptet, dass es Südamerika gibt und die chinesische Mauer und den Nordpol und den Südpol. Ist erfahrbar. Ja, mal, yes, da will ich hin. In der Schulsituation behauptet es erstmal der Lehrer. Und dann zeigt er einem Karten und sagt, guck, da ist Afrika. Oh, wie groß. Ja, in Deutschland so klein. Ah. Aber in der Schulsituation ist es erstmal nicht erlebbar.
Man ja, glaubt es, wenn man den Lehrer nett findet, glaubt man es. Der ist gebildet, der weiß was, der ist vertrauenswürdig. Dem glaube ich mal, dass Afrika existiert. So, 20 Jahre später ist man alt genug und macht sich auf die Fersen, auf die Reise und stellt fest, guck doch mal, tatsächlich, der hat recht gehabt, Afrika gibt's. Bisschen anders, als er es gesagt hat, ja, bisschen anders, als ich mir es vorgestellt habe, aber das gibt's. Das heißt, aus dieser Hypothese, es könnte sein, wird Erfahrung. Und jetzt gehen wir in unsere Lebenssituation, da steht genau das, was du schilderst. Wir erfahren nicht, was vorher war. Sondern wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, da kommt einer und behauptet das. Aber übrigens nicht nur der Buddha behauptet das, auch andere Traditionen behaupten das. Er sagt was weiteres dazu, ihr müsst mir nicht auf Dauer glauben, sondern wenn der Geist entsprechend geschult ist, da liegt die Betonung drauf, wenn unser Geist entsprechend geschult ist, dann können wir uns daran erinnern. Ja, jetzt geht der Mund auf. Unser Geist ist nicht geschult entsprechend. Deshalb bleibt das vermutlich lange Zeit, vielleicht für immer, eine Behauptung. Aber das ist ähnlich wie der Einsteinschen Relativitätstheorie. Also wenn mir das einer erklärt, muss ich das auch glauben. Mein Geist ist nicht geschult, ja, über das große Einmaleins hinaus. Schaffe ich einfach nicht, das zu begreifen. Und trotzdem gibt es genug vertrauenswürdige Physiker und Mathematiker, die mir das sozusagen nahelegen, wo ich sage, es könnte ja sein, ich will es nicht abhängen. Ja? Ist so. Ja, gehen wir mal davon aus. Und so ist es auch bei der geistigen, bei der spirituellen Entwicklung. Unser Geist ist ein Kindergeist, ja, der so einen winzigen Ausschnitt von Realität mitkriegt. Und wir können uns ja nicht mehr so recht erinnern, was wir mit 3 Jahren gemacht haben, was wir mit 1 Jahr erlebt haben, ist weg. Und trotzdem sagt uns unsere Umwelt, ja, existiert damals. Und das ist ein Stück jetzt in der Situation einfach nur Vertrauen zu sagen, okay, wir können es nicht beweisen, nicht sehen, aber lass uns mal offen, weil es vertrauenswürdige Personen gibt, die dieses behaupten und die viele andere Dinge behauptet haben, die uns erstmal sehr seltsam vorkommen, aber wo wir mit fortschreitender Erfahrung merken, das ist tatsächlich so. Und es gibt einen Aspekt, ja, in der Meditation, da komme ich zum Praktischen jetzt, wie der Erfahrbarkeit ist, wo man dieser Sache näher kommen kann. Ich habe ja vorhin gesprochen von den 5 Daseinsfaktoren. Form, Gefühl, Wahrnehmung, Denken und der Kreislauf, der sich daraus sozusagen ergibt. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir beginnen, unser Leben zu analysieren und hinzuschauen, dann merken wir nämlich, dass das ganze Leben nichts anderes ist als immer dieser Kreislauf. Formen, Gefühle werden wahrgenommen, auf Wahrnehmung wird reagiert und daraus gibt es eine Gewohnheit. Das ist so die Urformel für Leben. Wenn man das betrachtet und immer wieder hinschaut, wird man sehen, dass das Leben nichts anderes ist als dieser Prozess. Das ist erfahrbar. Ja? So. Und jetzt fragen wir unseren Geist, wenn ein Prozess ist, Ursache, Wirkung, Kausalität, das ist der Punkt. Wenn ein Kausalitätsprozess in Gang ist, einer von Ursache und Wirkung im steten Wechsel, kann es da, nur logisch gedacht, einen Anfang geben. Und da sind wir erstmal sozusagen überfordert, weil wir bei allen Dingen einen Anfang erleben. Das Seminar fängt an, das Mittagessen fängt an, ja, unsere Heimreise fängt irgendwann an, alles fängt in unserem Erleben einmal an. Aber wir erfahren auch, dass vor diesem Anfang immer schon vorher was war. Und dann müssen wir unseren Geist einfach mal fragen, kann es einen absoluten Anfang geben in einer Situation von Kausalität? Und da beißt sich, ja, da beißt sich auch die christliche Weltanschauung mit der buddhistischen. Die buddhistische Weltanschauung sagt, wo Kausalität ist, kann es keinen Anfang geben. Das ist denkunmöglich. Und daraus kann man in dieser Kombination Beobachtung des Erlebensprozesses 1, 2, 3, 4, 5 und diese Betrachtung Kausalität
die legt nahe schon, bevor wir selbst die Rückerinnerung haben. Diese beiden Dinge legen nahe, dass es auch in unserer persönlichen Existenz keinen Anfang gibt und geben kann. Dann würde auch keine Urknalltheorie in die buddhistische Philosophie passen. Nicht wirklich. Ja, nicht. Das ist auch umstritten. Das ist eh nicht so gewesen, oder? Das war nicht so bunt und plump, mehr war das nicht. Ich sage auch nicht, dass das ist der Gewiss hat. Ne? Ja, meine Gedanken gehen ein bisschen in dieses gleiche Thema. Ich habe Probleme mit diesem Gedanken, dass ich schon alles erlebt haben soll, in positiver und negativer Weise, dass ich alles schon mal gewesen bin. Für mich widerstrebt das oder widerspricht das doch dem, weshalb wir hier sitzen, uns sozusagen aufwärts zu bewegen, besser zu werden, nicht als ich, sondern letztendlich mit dem Ziel, uns aufzulösen. Wo ist da dann mein persönlicher Weg, wenn ich doch eigentlich in meinem ganzen vorherigen Leben versucht habe, mich positiv zu entwickeln? Wieso bin ich zwischendurch mal wieder irgendwas ganz schrecklich Negatives gewesen und dann war ich vielleicht ein Bodhisattva und dann war ich wieder irgendwas ganz Fürchterliches? Dieses Hin und Her verstehe ich nicht so richtig. Das ist ja nicht einfach zu verstehen, weil wir immer nur einen Ausschnitt von Leben haben. Ja? Aber der Erwachte klärt, dass in diesem Prozessleben eine bestimmte innere Gesetzmäßigkeit funktioniert. Eine was? Eine Gesetzmäßigkeit. Ja? Ich sagte ja, unser Grundstreben ist vom Schlechteren zum Besseren. Ja. Von weniger Glück zu mehr Glück. Und da haben wir alle auch schon Situationen erlebt, wo wir, ich sage es jetzt bildhaft, uns gesagt haben, wunderbar, klasse, so kann es bleiben. Nennen wir das übermenschliche Existenz, nennen wir das göttliche Existenz. Es ist nicht entscheidend, wie wir es nennen. Nur was da passiert, das Streben dahin, was uns dahin geführt hat, hört auf. Wir sind ja da. Das ist ja wunderbar. Ist alles in Ordnung. Das heißt, das Konto, das wir uns angespart haben, bildhaft gesprochen, wird jetzt abgezehrt, wird abgenommen immer davon, ja, abgehoben vom Konto. Und irgendwann ist das leer. Das heißt, dann beginnt die Abwärtsentwicklung wieder. Ja? Das Wort des Buddha heißt, wer genießt, vergisst. Das heißt, wer es geschafft hat, zur Spitze sozusagen in der Existenz vorzukommen, der genießt, wie er dahin gekommen ist. Damit ist programmiert, dass wieder die Dinge, die Fortschritte, die Erfolge wieder verloren gegangen sind. Und da wer den Ausweg nicht kennt und wir den Ausweg nicht kennen, ist die Existenz eine Endlosschleife. Von unten in der negativsten Situation sagt man sich, wie komme ich hier raus? Und strengt sich an, rauszukommen. Wenn man in der optimalen Situation ist, strengt man sich nicht an. Warum? Gibt keinen Grund, sich anzustrengen. Und dann beginnt der Abwärtstrend wieder. Und so geht es auf und ab und auf und ab. Aber es gibt doch die Erwachten. Eben, das ist gerade der Punkt. Und da gibt es nur eine Chance, zu erkennen, dass das auf und ab und auf und ab geht und sich dann zu fragen, wo ist der Ausgang? Und der Ausgang ist eben da, wo wir sind an diesem Wochenende, zu sehen, dass zu diesem Auf und Ab immer auch der Ich-Gedanke geht. Ja? Je stärker der Ich-Gedanke ist, umso mehr geht es nach unten. Je mehr der Ich-Gedanke relativiert wird, aufgelöst wird, umso mehr geht es nach oben. Aber es geht nur raus, wenn man den Gesamtmechanismus durchschaut. Dann kann man wirklich am Ende sagen, so, jetzt gucke ich von außerhalb auf dieses Gewühle. Mit mir hat das Ganze nichts mehr zu tun. Ja, oder ich folge dem Bodhisattva ja ideal und bleibe so lange, bis alle anderen erlöst. Wenn man so viel Geduld hat, wunderbar. Gratuliere, ja. Aber dasselbe Prinzip, ja. Ego nicht so wichtig nehmen. Und Bodhisattva bist du ja nur dann, wenn du sagst, die anderen sind genauso wichtig wie ich oder wichtiger. Ja, die sind es, um die ich mich kümmere, dann ist das Ego so klein. Damit sind die Probleme so klein. Ja. Also wir sind auf vermintem Gebiet, sage ich. Bei diesem Thema sind wir auf vermintem Gebiet, weil es wirklich allem widerspricht, was unsere inneren Gewohnheiten sind. Ja, unsere Denk- und Erlebensgewohnheiten. Das müssen wir wissen.
Wäre das anders, würde etwas schieflaufen in dem Seminar. Ja? Würden wir das alle einfach so schlucken und sagen, ja, ja, das ist es, bitte das Nächste, dann wäre es schief, dann wäre es zu klar, dann würde es nicht funktionieren. Ja. Ich habe mal versucht, mir ein Bild zu machen, eine Analogie so ein Ich, was ich für mich eigentlich als treffend sehe. Würde mich interessieren, ob du das auch so sehen würdest. Und zwar habe ich mich gesehen als Gefäß, in das Flüssigkeiten reingeschüttet werden. Flüssigkeiten als Analogien zu Sinneswahrnehmungen, zu Gefühlen und so weiter. Das heißt also, zunächst mal kommt die Flüssigkeit rein, die klar ist, dann kommt eine andere Farbe dazu, gibt da so ein Partyspiel, dann kommt Orangensaft dazu, dann Cognac, dann Curaçao und jedes Mal wechselt sich die Farbe und genauso verändert sich mein Ich und baut sich auf. Es kommt eine trübe Flüssigkeit rein, eine klare Flüssigkeit und irgendwann fängt das Ganze dann auch noch an zu gären. Oder es sind andere Prozesse, die in Gang gesetzt werden. Und ich selbst kann das eigentlich gar nicht so beeinflussen. Es sei denn, ich als Glas kann mich jetzt woanders hinstellen und kann mich irgendwelchen Einflüssen oder Einflößungen verweigern und kann dann daran anfangen zu arbeiten. Aber trotzdem bestehe ich selbst aus einer Vielzahl unterschiedlicher Flüssigkeiten, aus der Summe meiner Wahrnehmungen, aus der Summe der Eindrücke, die sich im Laufe meiner Existenz aufbauen. Und jeder Tropfen, der dazukommt, verändert die Gesamterscheinung wiederum. Und deswegen fällt es mir eigentlich ganz einfach zu sagen, dass das eben kein festes Ich ist, sondern dass das nur lauter zusammengefügte Tropfen sind, die, wenn man ausschüttet, sich genauso wieder verteilen. Ich denke, das ist doch ein sehr schönes Bild, das anknüpft an den Aspekt der Ernährung. Nicht? Die Wesen bestehen durch Ernährung. Das Bild ist Flüssigkeit. Ja? Wir sagen doch, man isst, was man isst. Ja? Physisch, aber auch geistig. Und in dem Bild zu bleiben, man ist ja durchaus frei, ein Stück weit frei zu überlegen, was schütte ich in dieses Gefäß rein? Schütte ich da trübes Wasser rein oder achte ich darauf, dass es wenigstens sauberes Wasser ist? Das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Ja? Und jetzt kommt das Aber. Wir werden irgendwann merken, dass das saubere Wasser wieder schmutzig ist. So, und da werden wir uns wieder anstrengen, dass es wieder sauber wird. Und wenn wir geistig verwirrt sind, schütten wir alles Mögliche rein. Ja, und dann merken wir, ach, das wird ja immer schlimmer, immer drüber. Also achte doch drauf, dass da saubere Flüssigkeit, ja, was Nahrhaftes, was Reines reinkommt. Aber der buddhistische Witz dabei ist, das saubere Wasser wird immer wieder drüber. Es nimmt sozusagen kein Ende, ja, das Rein- und Rausschütten. Das Auffüllen, Verdunsten, Auffüllen, Verdunsten, Auffüllen, Verdunsten. Es nimmt kein Ende. Bis man merkt, was man macht, ja, dass dieser Ernährungsprozess an sich nie ein Ende findet. Und dann die Konsequenz zu ziehen, wenn ich nichts mehr reinschütte, kann auch nichts mehr verdunsten. Dann ist das erledigt. Ja. Aber das ist gerade der Sprung. Dass es nicht darum geht, das Gefäß gleich wegzuwerfen. Das geht nicht. Sondern was geht, darauf zu achten, dass man alle trüben Sachen erstmal draußen lässt. Oder die allertrübsten erstmal. Also wir fangen mit Curaçao an. Ja? Weil das auch noch klebt und packt und so komisch grün ist oder blau. Irgendwie. Das lassen wir sein. So. Und dann Cognac, weil das Autofahren so erschwert. Ja? Das lassen wir auch sein. Und man versteht auch die Lehrreden immer schlechter, je mehr von diesem Braunen da in unserem Gefäß drin ist. Das lassen wir sein. Das ist der Weg. Ja, also das Gröbere erst zu lassen, nicht gleich das Ich auszuschütten, sondern das Gröbere zu lassen in unserer Existenz und dann am Ende zu merken, ja, auch Wasser ist ja auch nur Wasser. Ja, wenn man das auch noch beiseite lässt, ist das Ganze erledigt. Aber keine Sorge jetzt, das dauert. Ja. Keine Sorge, dass ihr ohne Ich nach Hause fahrt.